Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ja, der Patch 0.7.7 ist jetzt so langsam draußen. Also es kam schon die Preview und es sieht gut aus. Also viele Spells und also viele Spells, ein Spell. Aber der wurde ganz rundum erweitert. Das ist der Lightning Strike oder so. Lightning Blast, genau. Und er wurde ganz erneuert, den habe ich ja erst kürzlich gespielt und fand ihn dann doch nicht ganz so stark, obwohl er mega Schaden machte. Aber jetzt habe ich ja den Build, der mega stark ist und ihm jetzt einfach so mega reinhauen können durch Crit. Und ja, jetzt bin ich beim Ding, also wie meets the market. Wir tun jetzt diese Made, der ja, Beta oder Alpha Endboss nochmals besiegen mit diesem Charakter und dann machen wir noch Maps oder machen wir sogar Arena schon, also eine Arena kann man ganz sicher. Jo, ihr seht's, die machen immer noch sehr viel Schaden, also noch mehr Schaden jetzt und es sind einfach so viele, also 8 normal Bogenschützen-Skelette. Und 4 Magier. Und dann noch diese Raids. Das sind meistens dann Flamm Raids. Oder meistens. Noch nicht so meistens, glaube ich, in so 30% erst. Aber ich habe noch ein Idol, das trage ich jetzt gerade nicht. Weil andere Idole besser sind. Kann ich ganz viele Flame Raids dann kommen. Echt genial. Ja, ihr seht es, also ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Ich muss nur noch skillen. Frenzy hier und hier ist Flame Rats. Was haben wir? Ja, 22, okay. Ja, so wie ich es wusste. Machen wir noch ein bisschen schneller. Das ist natürlich auch wichtig. Ganz schnell die Gegner ein bisschen ablenken können. Und hier machen wir Spawn. Und ja, es ist gar keine Schwierigkeit gewesen, jetzt hier hin zu gelangen. Seit dem letzten Video. Ja. Also, der Maggot kommt bald. Ich weiß nicht, wie er heißt. Irgendwas Chantul oder so. Das nennt sich aus Gott oder so. Werden wir dann sehen, wie er heißt. So kann ich mir die Namen halt jetzt noch nicht merken. Aber es ist egal, es kommt gleich. Wenn ihr mein Let's Play eigentlich gut schaut und wisst, was er jetzt gleich kommt. Und alle anderen, ja, der kommt gleich. Ja, und langsam bin ich auch defensiv ganz gut eingestellt. Also diese paar Schläge haben mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich verliere auch sehr viel Leben. Sofort wieder. Bin nur langsam, also ich habe keinen Bewegungsgeschwindigkeitsspell oder so. Nix. So, Maggot heißt wie? Zerik, okay. Jetzt bin ich gar nicht gekommen. Aber das, der ist verbuggt, der Boden. Hat mich umgelegt beim anderen Ding. Also, kann sein, dass der manchmal echt extremst fickt. Beim. Ah, ja. Bei diesem Spellblade, genau, beim Spellblade-Charakter mit Mana Strike. Bei dem bin ich hier gestorben, weil er macht natürlich nicht so viel Schaden gegen Bosse und irgendwann mal, also ich habe gedacht, ja, ich kann schlafen währenddessen, weil ich sehr viel aushalte und plötzlich hat der so stark getickt, wahrscheinlich weil er mehrmals auf dem Boden war, dieser grüne Kreis, aber. Es ist einfach, wenn er zwei Ding hat, viermal tickt, oder? Also dass es ein mega Problem gibt, dass immer in Bewegung sein bei diesem Boss, der ist noch verbuggt. Leider wie so viel halt. Entwickler können halt einfach nichts fertig. Oder einfach bereinigen. Ja. So, jetzt geht's auch wieder mit der Stimme. Hier habe ich fertig, da kann ich jetzt die Legion machen.
Ja, die Minions bekommen 9%, also haben 9% weniger Leben. Machen wir und Attack Speed. Machen wir mehr Attack Speed und ja, Cremate. Und Cremate. So, hier machen wir dann später weiter. Wir gehen jetzt in die End of Time. Und machen direkt mal Arena. Hä? Einfach mal zu schauen, wie weit wir kommen. Aber zuerst möchte ich noch kurz Items schauen. Ups. Gut. Wir haben so viele Case. Wir machen jetzt kurz Arena. Arena ist, glaube ich, Mitte. Oben. Wir werden sehen. Das ist die Arena, hä? Ja. Okay. So, hallo. Hä? Wieso geht denn das nicht? Ist verbockt. Okay, jetzt ist es einfach zu weit oben. Ja, liebe Entwickler, endlich mal Bug fixen. Das wäre eigentlich sehr gut. Ah, schau mal. Kommen schon die ersten Clones. Ja, ist noch ziemlich einfach natürlich. Diesen böse fassen. Aber ich denke, ja, die sind auch böse. Ja. Hat immer low-levelig in den Drachenhöhen. Ja, da habt ihr keine Chance. Ne? Das ist so geil. Boah, macht noch viel Schaden mit dem Eis. Gott. Schnell ausweichen. Shit. Ah, da kommt noch ein Skorpion. Was sind die jetzt? Level. Wie viel ich bin? 40 irgendwas. Ah, man findet sie nicht ganz gut. Ah, was für ein 40. Okay. So. Der erste Bullshit haben wir fertig. Können wir da nicht angreifen? Ich kann da nichts machen. Mano. Ich muss irgendwie etwas um. Ich muss irgendwie für Schaden machen können. Ich kann. Wie doof ist. Ah. Nee, man kann. Man kann die einfach nicht. Mann, was ist denn alles verbuggt in diesem Spiel, ey? Man kann die einfach nicht zerstören, nur mit einem Zauber. Okay. Aber immer kurz umswitchen. Aber verlieren halt Leben dadurch, aber gut. Ich brauche nämlich Crit, ich muss nämlich schauen. Sind die falschen. Hä? Da. Nein. Es sind die richtigen. Da oben. Okay. Sehr gut. Alles ist. Ja. Alles ist halt noch sehr, sehr schlicht. Cast Speed. Gehen wir doch auf Crit. Die soll noch ein bisschen Crit machen. Ja, machen wir das. Das ist besser. Tötet doch den, hey, ihr faulen Säcke. Andere Gegner gehen, die keinen Schaden. Genau. So. Ja, ich freue mich auf die schöne Grafik, aber vor allem freue ich mich auf Bugfixes. Ich hab's irgendwie mit Bugs, hä? Ich hasse Bugs. Ist ein Insekt. Nee, Insekten sind besser als Bugs. Oh. Ja, dem sollte man nicht zu nahe kommen. Ja, das ist schon ziemlich cool, ist eine Arbeit. Schon wieder weiter. Ich mach das mal anders. Ich verwende diesen Spell. Den kann man targnen. Okay, alle leben noch. Gut.
Das sind eigentlich wenige Kisten, oder? Also, wir brauchen Crit. Zuerst Crit, ne? Und hier brauchen wir Half-Leech vielleicht. Wäre schon cool, wenn die noch ein bisschen Half-Leechen können. Und Damage. Skeleton Warriors haben wir nicht. Size und so möchte ich eigentlich Größe machen. Eigentlich schon. Ich möchte nur noch halb so viel haben. 4. Aber für Größe und Stärke. Ja, ich mach's. Okay. Und hier natürlich noch so ein Ding. Also jetzt haben wir nur noch 4, aber noch 4 kleine. Okay, größer sind die nicht unbedingt, aber vielleicht ist es ja verbockt. Also vielleicht werden sie gar nicht größer. Wow, Schaden, der Rolle bekommt. Nein. Ja, und leveln tut man natürlich blitzschnell noch. Das ist auch nicht so balanciert, also ich bekomme auch zu viel Schaden. Hilft gegen Bugs. Ja, ja. Das ist bugtastisch. Bär möchte ich gerne nicht so mieten. Meat-friendly. Ja, natürlich auch nicht so toll, aber. Kommt mal hier rüber, ey. Das ist ein durcheinander Sack, den ich nicht so gerne. Ja. So, Melee Damage. Und Speed haben wir gesagt. Noch mehr Crit, haha. Ganz viel Crit. Malle. Aber irgendwann müssen wir natürlich auch. Ah, es wechselt die Location. Okay. Hallo. Welle 16. Okay. Ah, vielleicht 4 pro den Vorgang. So, auch immer die Weiß spawnen dort, wo die Gegner härtesten sind, damit sie nicht mich losgehen. Ja, ich habe ja Cooldown Speed oder was möglich. Ich könnte die ständig casten. Nur ist das Mana halt dann viel zu knapp. Naja, den losgehen. Helft mir, ich werde verfolgt. Vor übergroßen Insekten. Bugs natürlich. Hm. Schon Level 41. Oh. Bin ich. Da muss noch ein großes Schildkröte. Ah, das ist der. Nicht die Schildkröte, aber der, die Schildkröte hat den gleichen. Spell. Oh, macht Schaden. Genau. Noch mehr Schnelligkeit. Also. Ja, ich glaube, die Crit-Chance ist schon riesig. Wenn wir mal sehen, wie viel Geld wir zahlen. Aufploppen. Eins machen wir sicher noch. Ja, die müssen weg. Die müssen schneller weg. Noch viel Schaden. Der macht viel Schaden. Ja, und ja, die Skelette haben jetzt auch viel Schaden durch das Gift bekommen. Schauen. Ich da. Ja, es könnte wirklich knapp werden. Wenn wir wirklich zu einem Monster gelangen sind, ist er sofort tot. Eine Runde. Weiter machen wir nicht.
lassen das auf so viele Runden, bis das bis die Kisten wieder auf, also besser wieder auftaucht. Dann machen wir einfach normale Maps. Ist ein bisschen safe natürlich. Die Skelette sterben schon wie Fliegen. Ich dachte, die sind jetzt zäh. Die bekommen gar keine Zähigkeit. Also wir müssen die Skelette noch zäher machen irgendwie. Aua. Das war jetzt ein böser Cast. Oh, der ist auch tot. Und der. Ah. Okay. Nicht so schlimm, wenn wir jetzt aufhören müssen. Aber ich möchte jetzt auch nicht allzu viel Stress entwickeln, weil die Skelette immer sterben oder so. Zugute der Skelette, dass die nicht wieder neu gespawnt werden müssen. Beenden wir jetzt. So. Ja, ich merke, die Skelette braucht noch mehr Leben. Also, da ist die Reward-Kiste. Hm. Das ist etwas riesiges Spell Kit Change. Etwas für ein Bild, den ich brauche. Schade nicht für diesen Bild natürlich. Ja, gut. Wieso bin ich jetzt wieder so allergisch? Oh, 10 Minion. Hm. Ich bräuchte so eine Ding. Da ist noch ein Idol. So eine Rüstung bräuchte ich irgendwann mal. Eventuell. Gut. Ja, eben dieses Amulett ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich den Bild mache. Aber okay, so stark ist es leider nicht, dieses Amulett. Es sieht so schon mega stark aus. Aber nicht so stark, dass ich jetzt sagen könnte, das ist einfach bildentscheidend. Ja, ein bisschen mehr Leben. Dieses 100% mehr Schaden, das könnte wahrscheinlich schon extrem One-Hit-mäßig sein. Auch wenn vielleicht nicht, also die Breitmonster nicht so da sind, eventuell. Man weiß ja nicht, was es für ein Gebiet ist. Ich glaube, in diesem Gebiet gibt es Breitmonster. Das ist alles leider nur Necrotic Damage. Ja, alles. Ja, genau. One-Hitted mich schon so. Fast heftig. Also wir müssen unbedingt Glancing Blow und so Dingen, das auf Necrotic Damage wirkt überhaupt. Ja gut. Wird schon so sein. Aber Resistenzen brauchen wir halt auch noch. Das ist schwer. Das Spiel ist halt auch noch nicht so ausgelegt. Also Schaden ist einfach zu hoch bei den Monstern. Die Möglichkeit, Resistenz zu bekommen, ist zu gering. Das ist alles eine Frage der Zeit, bis das die Entwickler nicht machen. Ich bin ja früher Nintendo-Zocker gewesen und habe mir damals Animal Crossing auf dem Gamecube gekauft und jetzt habe ich ein bisschen geschaut bei Domtendo. Oh, das Spiel ist gar nichts mehr für mich. Das Spiel ist einfach leider viel zu kindisch geworden. Und ich sehe überall Bugs natürlich und alles Mögliche. Denke ich mir so, ja, gut. Wieso feiern die Leute, die Kinder das so? Das ist einfach wegen der Niedlichkeit. Und wegen dem. Ja. Ich musste gar nicht so viel zocken. Dings, oder? Und ich bin natürlich so am Games zocken, wo mein Hirn so mega fordert, dass ich das gar nicht mehr toll finde. Spiel zu zocken, wo mein Hirn gar nicht angestrengt wird. Also, muss man echt nichts mehr denken. Oh, das ist recht schnell. Geht halt auf mich. Ups.
Jo, und deshalb habe ich noch ein, zwei Parts wieder abgebrochen. Also ich habe jetzt noch den fünften Part angeschaut, also den ersten und den fünften Part. Und ja, muss ich das schon wieder in die Tonne werfen zum Anschauen. Weil ich schaue immer die Let's Plays an, wo ich die Games nicht zocken kann oder nicht zocken will. Und ja, ist leider Animal Crossing schon wieder weg von meiner, ja, Liste. Ja, ich möchte gerne Videos davon schauen. Aber gut, jedem das seine, oder? Also, das Spiel wird halt einfach momentan mega gefeiert. Das wäre auch bei Pokémon. Ich kann keine Pokémon-Titel mehr spielen. Geht einfach gar nicht mehr. Dafür gibt es sehr viele Spiele, die ich bald möchte. Die einfach noch nicht draußen sind. Muss noch Geduld haben. Ja, ich habe ja jetzt gerade Mafia alle drei Teile geholt. Ich habe mir. Was ist das Game schon wieder? Ja, müssen wir dann auch kurz alles anschauen, wie ich den Namen sagen kann. So, aber weiter gehen wir jetzt hier nicht. Den hatten wir schon. Okay, müssen wir das anders mal? Hä, wo ist das Portal hin? Ich hab's doch irgendwo geöffnet. Wo ist mein Portal? Da. Okay, ganz weit unten. So. Also, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir. Also, Tomb Raider und Lara Croft and the Temple of Osiris war kostenlos. Ah, God of Dubnow war auch kostenlos. Eben die drei Mafia-Teile. Dann habe ich mir. Wo ist es denn? Wo ist das andere? Wo ist das andere Game denn? Portal Knights habe ich mir geholt. Und ja. Ah, die Elder Scrolls Online habe ich noch die Teile, die Add-ons gekauft, genau. Ja, und das war's eigentlich. Also, ich bin ja ziemlich momentan zufrieden, kaufe nicht so viele Spiele, aber dafür freue ich mich immer riesig über die Spiele. Okay, 13%, 7%. Aber Intelligenz kaufe ich mir. Einen Ring mit 8%, das ist nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mir jetzt langsam auch mal den Ring wegmachen. Wird wahrscheinlich sehr langsam laufen können nur noch, aber okay. Ich kann es halt einfach nicht leisten zu sterben. Viel besser. Krass, die Armor ist viel besser. So, weiter geht's. Ja, das ist viel besser. Ja. Aber Damage. Ich nehme das. Weil es nützt noch nicht so viel, MF zu machen. MF erst später, wenn es mehrere, also sechs, ungefähr ab sechs Runden geht, oder? Dann nützt es. Ah, ein Gift. Brunnen. Nein, nicht Erdbeben einsetzen. Gut. Jetzt bekommen wir auch schon Fische. Ah, das sind also nur die Raids, ja. Aber in der Arena müssen wir vorsichtig sein. Da können sie natürlich viel Schaden passieren. Schön, dass es so schnell geht. Nimm's lieber. Jetzt nicht. Also wie bekommen wir jetzt den Beschwörer noch zu einer Defensive? Es ist einfach kaum Defensive, Passive im Necromancer 3. Ich weiß es nicht. Alles über Ausrüstung machen, dafür die Minions gar nicht so stark machen. Das ist die einzige richtig gute Möglichkeit, aber Spaß. Auch
ein bisschen Schaden zu kassieren, sonst ist es wieder zu leicht. So, einen haben wir. Und der andere ist gleich nebendran. Ach, gemütlich. Das Spielen ist Last of Us so gemütlich. Nur halt für die Augen. Die Augen machen mich irgendwie ein bisschen, also es macht mir in den Augen ein bisschen müde. Das Spiel. Es ist so gemütlich. Es macht einfach mega Spaß. Nur eben, es ist halt ein bisschen noch verbuggt. Aber ich sehe halt die Bugs auch besser als vielleicht ihr. Ich weiß nicht, wie ihr erfahren seid, aber ich bin ja seit 20 Jahren Beta-Tester und alles Mögliche. Ich kenne es halt. Und deshalb sehe ich das auch, denke ich mal, besser. Also, ich kann genau sehen, ob es ein Bug ist oder nicht. Weil viele Bugs werden zum Beispiel bei Path of Exile, weil ich im Forum sehr aktiv bin, also nicht schreibe, aber lese, schreiben immer wieder, ah, oh, das ist ein Bug und das ist ein Bug. Dabei sind es gar keine Bugs, das sind einfach irgendwelche Schwierigkeiten, dass zum Beispiel die Attributsanforderungen ein bisschen ja, abgelenkt sind, weil man zum Beispiel ein Minus-Attributs-Amulett hat und dann immer wieder das Amulett resettet oder so. Das ist erst kürzlich ein Problem gewesen von einem, auch gesagt, das ist ein Bug dabei, ist es gar kein Bug gewesen. Ja, und so Sachen. Ah, das gibt es in Last of Us natürlich nicht so viel. Also, was müssen wir machen? Slays bei Master Zerik. Nein, nicht schon wieder das. Nicht wieder Zerik. Müssen wir den auch nochmals besiegen in dieser Map. Dann haben wir heute zwei Zerich besiegt. Okay. Ja, ja, Zerich. Kleiner Lausbub. Stinkende Made. Dann habe ich gemerkt, dass ich einfach wieder The Elder Scrolls liebe. Also ich habe ja zuerst wieder angefangen, Skyrim zu zocken. Also zuerst habe ich mal Morrowind gezockt, dann habe ich Oblivion wieder gezockt, geliebt. Und jetzt wieder Skyrim geliebt. Und jetzt will ich The Elder Scrolls Online wieder lieben. Und ja, ich muss jetzt einfach das neueste Addon noch kaufen. Shadowbringers. Shadowlands. Nein. Shadowlands ist bei WoW. Das ist neue Addon. Ich stelle das kurz an, wenn man das finden will. Da. Wie heißt das neue Addon? Steht nirgends. Harrowstorm? Nein, das ist ein Update. Dann schauen wir doch mal kurz. Shops. Nein, ich bin schon. Ah, oh, jetzt ist das Spiel ab 16. Hey. So, ich draufklicken. Greymoor? Okay. Ich glaube, Greymoor ist das. Ja, das ist ja einfach bei WoW, wo ich die ganze Zeit auch schaue. Und, das finde ich eigentlich sehr interessant, weil es ein bisschen Zelda-Feeling bringt mit dem Hinterhaken. Und so, und deshalb möchte ich das gönnen. Splayen. Aber dann habe ich zwei MMORPGs, weil ich ständig dran sein muss. Ja. Oh, jetzt habe ich noch einen Magier dann mehr. Hier Defensive, irgendwie Defensive. Ist ja nicht defensiv, ne. Wie kann ich die Defensive? Ja, ich muss unbedingt mal Elfridge machen. Und dann nochmal Wes anschauen.
Da ist noch ein Punkt. So. Jetzt hoffen wir es, dass wir gut besiegen können. Weil der Platz ist mega gering. Ja, geht schon besser als das letzte Mal. Ja, geht sich nicht gut. So, Portal schon mal aufmachen, aber noch looten, wenn das Gift weg ist. Sehr gut. Also hier haben wir Shock, Fire Damage von Minions. Aspect of the Viper. Das wäre etwas für den Gift-Ding dann später. Den weitermachen. So, aber der ist groß, ja. Dann als weiteres wollte ich ja schon lange eigentlich Dungeons Age 2 mal wieder zu, also, ja, durchspielen und deshalb auch ein Let's Play draus machen. Und ja, Planet Zoo eigentlich auch wieder mal Let's Play, also weiter Let's Playen. Nur, ja, das hat ja damals ein bisschen Probleme gemacht und jetzt muss ich eigentlich neu beginnen. Ja, gibt noch viele Sachen, die ich machen kann. Aber zeitlich ist es halt problematisch. So. Ja, jetzt ist leider schon 32 Minuten. Ich mache jetzt weiter, wir schauen das Gebiet an, das ist dieses Gebiet. Ja, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part, wo ich dann wieder ein bisschen weiter bin. Ich werde nicht so viel zocken jetzt zwischen den Parts, weil, ja, ich tue ja jetzt noch andere Projekte machen, habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber gut, bis dann, tschüss.